Von meinem Plotter aus zwei alten CD-Laufwerken hatte ich noch die Motoren zum Öffnen und Schließen der Schublade übrig. Diese verwende ich als Antriebe für eine CNC-Maschine. Wie schon Version 0.5 ist auch CNC 0.6 mit wenig Werkzeugeinsatz erstellt. Verwendet wurden lediglich Sägen für Holz und Metall, ein Lötkolben, eine Feile, eine Blechschere oder eine alte normale Schere, eine Zange, Schraubendreher, ein Zollstock oder zumindest ein Teil davon und Epoxidharzkleber. Ich habe zusätzlich noch Heißkleber verwendet und aus ein wenig Eisenblech zwei Schraubenschlüssel angefertigt. Die Mechanik besteht aus 19 mm Spanplatten. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive des Schaltplans gibt's auf der Projektseite. Der Antrieb erfolgt über 3 mm Gewindestangen. An den Platten für die X- und Y-Achse befinden sich Messingmuttern, die an Streifen Lochblech gelötet wurden. Ist euer Lötkolben stark genug, muss der Lötvorgang nicht über einer Kerzenflamme improvisiert werden. In der Mitte der kleinen 10 mm Spanplatte ist ein Loch zu bohren. Leicht hat's, wer einen Bohrer besitzt, etwas Schweiß und eine lange Holzschraube wird benötigt, wenn man ohne einen derartigen elektrischen Helfer auskommen muss. Die kleine Holzplatte wird hier mit Wachs versiegelt. Klarlack kann ebenfalls verwendet werden. Die Halterung muss nun mit einer Zange so zurechtgebogen werden, dass die Gewindestange gerade verläuft. Mit nur einer Mutter besteht immer etwas Spiel längs der Achse. Der zweite Streifenlochblech mit der Messingmutter wird derart verschraubt, dass das Spiel möglichst gering ausfällt. Je weniger Spiel, umso mehr Reibung. Die richtige Einstellung ist also immer ein Kompromiss zwischen kleinem Spiel und damit einhergehend weniger leichtgängigem Antrieb. In die Halterung wird ein Stück Schaumstoff geklemmt. Dieses dient als Ölreservoir, da die Gewindestangen immer gut geschmiert sein sollten, um die Reibung gering zu halten. Durch das Loch kann die Gewindestange an der fertigen Maschine geölt werden. Am anderen Ende wird die Gewindestange durch ein Stück Hartfaserplatte geführt. Die notwendige Bohrung kann erneut auch ohne maschinellen Einsatz durchgeführt werden. Mit zwei Lüsterklemmen wird die Gewindestange an dieser Stelle geführt. Auch hier sollte ein Tropfen Öl die Reibung gering halten. Zur Befestigung des Antriebs habe ich Drahtstücke von einer Büroklammer zurechtgebogen und sowohl an einem Stück der Gewindestange als auch an dem Zahnrad des Antriebs verklebt. Antriebsmotor und Gewindestange werden mit einer weiteren Lüsterklemme miteinander verbunden. Die vertikale Achse wird über ein Standardservo bewegt. Die Elektronik befindet sich auf der Rückseite der Maschine und besteht im Wesentlichen aus einem Arduino Uno und einer doppelten H-Brücke. Die Stromversorgung erfolgt über ein altes Computernetzteil. Die H-Brücken sind mit der 12-Volt-Leitung verbunden. Da die Motoren die 12 Volt auf Dauer nicht vertragen, wird die Spannung per Pulsweitenmodulation auf 7 Volt reduziert. Damit reicht die Leistung gerade aus, um die CNC-Maschine anzutreiben. Die Holzplatten gleiten auf den Kanten der Aluminiumleisten und die Reibung ist in Anbetracht der leistungsschwachen Antriebe recht hoch. Die ersten gefertigten Werkstücke werden aus 3 mm Plastik geschnitten. Es handelt sich um Scheiben mit einem Durchmesser von 37 mm. Die Schnittkanten sind nicht aalglatt und müssen mit einer Feile etwas nachbearbeitet werden. Die Scheiben dienen als Rollen, um so die Reibung der X- und Y-Achse zu vermindern. Anstelle dieser Plastikscheiben können auch kleine Räder, wie sie in jedem Baumarkt zu bekommen sind, verwendet werden. Selbst billige Räder oder Kugellager sind qualitativ besser, mir gefällt aber die Idee einer Maschine, die sich selbst verbessert, technische Evolution sozusagen. Mit den Rollen sinkt die Reibung merklich und die Motoren drehen sich etwas schneller.
Als erstes wird ein Testmuster mit einem Kugelschreiber geplottet. Die Software läuft unter Linux von der Kommandozeile. Hiermit kann eine Datei ausgewählt und es können verschiedene Maschinenparameter eingestellt werden. Geplottet wird mit der maximalen Geschwindigkeit. Das Testmuster besteht aus mehreren konzentrischen Kreisen und vier im Winkel von 45 Grad zueinander angeordneten Linien. Verglichen wird der Plot mit dem Testmuster, das mit einem Tintenstrahldrucker auf einer transparenten Folie ausgedruckt wurde. In Anbetracht der einfachen Technik ist die Abweichung recht gering. Die maximale Geschwindigkeit der CNC-Maschine beträgt weniger als 3 mm pro Sekunde. Der Antrieb ist so befestigt, dass dieser recht einfach ausgetauscht werden kann. Dieser Getriebemotor stammt aus einem alten Tintenstrahldrucker und kann mit 12 Volt angesteuert werden. Der Antrieb ist deutlich schneller. Es ergibt sich ein maximaler Vortrieb von etwa 4 mm pro Sekunde. Im weiteren Verlauf des Videos verwende ich jedoch die leistungsschwächeren Motoren aus den CD-Laufwerken. Ich liebe minimalistische Ansätze. Als nächstes wird ein Punkt aus zwei Richtungen angesteuert. Damit lässt sich das Spiel in der Anlenkung überprüfen. Wie zu sehen, fällt dieses bei einer gut justierten Maschine recht klein aus. Zu beachten ist allerdings, dass keinerlei Seitenkräfte auf den Kugelschreiber einwirken. Per Hand lässt sich die Mechanik durchaus sichtbar auslenken. Die recht dünnen Gewindestangen biegen sich unter Last. Die Führungen an den Aluschienen bestehen aus Aluwinkeln und Nägeln mit daran verklebten Stücken aus Hartfaserplatten. Die Hartfaserplatten sind gut mit Öl getränkt, um die Reibung gering zu halten. Auch an dieser Stelle gibt es trotz sorgfältiger Justage immer leichtes Spiel. Die vertikale Achse ist in X- und Y-Richtung sehr spielfrei über zwei Streifen Lochblech befestigt. In vertikaler Richtung ist aber deutliches Spiel zu verzeichnen, was in der Praxis nicht so schwer wiegt, da die Maschine zum Zuschneiden zweidimensionale Werkstücke vorgesehen ist. Auch die Positioniergenauigkeit der vertikalen Achse ist wesentlich geringer als die der beiden horizontalen Achsen. Mit 10 Schritten bewegt sich der Kugelschreiber um mehr als 2 mm. 10 Schritte in horizontaler Richtung entsprechen jedoch lediglich einer Bewegung um 0,3 mm. Beim Bewegen in vertikaler Richtung wird der Fräsmotor immer auch leicht gekippt, was in der Theorie zu leicht ovalen Löchern führt. In der Praxis ist das aber von untergeordneter Bedeutung, wie an dieser 3 mm Bohrung zu sehen. Als nächstes wird ein Stück 10 mm Spanplatte graviert. Im ersten Durchgang taucht der Fräser nur ganz leicht in das Holz ein. Die Spanplatte ist leicht verzogen und der Fräser sollte an keiner Stelle zu tief eintauchen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass dieser bricht. In einem zweiten Durchgang wird der Fräser weiter abgesenkt, womit das Motiv deutlicher hervortritt. Die Außenlinie wird in 5 weiteren Durchgängen immer tiefer gefräst. Schließlich ist die Spanplatte entlang der Linie durchtrennt. Zu beachten ist, dass der Fräser sich beim tiefen Eintauchen stark erwärmt, wie an der schwarzen Verfärbung der Schnittkante zu sehen ist. Derart dickes Holz zu schneiden ist mit dieser simplen CNC nicht zu empfehlen. Wie schon gezeigt, kann Plastik gefräst werden. Hier schneidet die Maschine ein Zahnrad mit 60 Zähnen aus. Die Zähne sind rund und werden von der Software nach Eingabe verschiedener Parameter berechnet. Um ein Schmelzen des Plastiks zu verhindern, muss das Material ständig mit Wasser gekühlt werden.
Erneut wird das Material in mehreren Stufen durchtrennt. Die Parameter wie Eintauchtiefe und Vortriebsgeschwindigkeit sind materialabhängige Erfahrungswerte. Meine ersten Versuche, Plastik zu schneiden, sind gescheitert. Beim Arbeiten mit einer CNC-Maschine ist Erfahrung gefragt und mit Ausschuss ist zu rechnen. Die Präzision der Zahnräder ist nicht perfekt, aber dieses Demonstrationsgetriebe funktioniert. Hohen Geschwindigkeiten und starker Belastung halten die Zahnräder aber nicht stand. Die 1 mm Aluminiumplatte, die hier gefräst wird, bringt die Maschine an ihre Grenzen. Die Vortriebsgeschwindigkeit ist sehr niedrig gewählt. Zum Zerschneiden des recht harten Materials werden relativ hohe Seitenkräfte benötigt und wie bereits gezeigt, verbiegen sich dabei die Gewindestangen und Teile der Mechanik. Mit besseren Rollen als den von mir verwendeten Plastikscheiben und stärkeren Gewindestangen kann das Spiel sicherlich verringert werden. Hier habt ihr Spielraum für Verbesserungen. Das Ergebnis ist allenfalls brauchbar, aber nicht richtig gut. Beim Schneiden von Aluminium macht sich die gute Justage eurer CNC-Maschine bemerkbar, die hin und wieder überprüft werden muss. Die linke 18 mm Scheibe wurde vor, die rechte hingegen nach einer erneuten Überprüfung der mechanischen Einstellungen geschnitten. Wesentlich leichter ist die hier zu sehende 3 mm Depron-Platte zu bearbeiten. Der Fräser kann das Material mit maximalem Vorschub durchtrennen. Unter der zu bearbeitenden Platte befindet sich eine zweite Depron-Platte als Abstandshalter, da der Fräser ansonsten in die darunterliegende Holzplatte eintauchen würde. Depron kann mit einem Lötkolben und einem 1 mm Kupferdraht an der Spitze geschmolzen werden. Diese Art der Bearbeitung ist wesentlich leiser. Der Kupferdraht sollte so weit aus dem Lötkolben herausragen, dass die Hitze gerade ausreicht, das Depron zu schmelzen. Ansonsten wird die Schnittkante unnötig breit und die Geruchsbelästigung durch verdampfende Kunststoffbestandteile steigt. Mit Depron kann die Funktionsweise einer CNC-Maschine gut demonstriert werden. Neben der leichten Bearbeitung ist der günstige Preis ein Vorteil des Materials. Als letztes Material wird Glas graviert. Der Fräsmotor wird dazu in einem schrägen Winkel zur Oberfläche an der vertikalen Achse angebracht. Der Diamantfräser an der Spitze sollte immer gut gekühlt werden. Das Kühlmittel meiner Wahl ist Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel. Das Ergebnis ist sehr gut, da beim Fräsen nur geringe Seitenkräfte auftreten. Soweit mein Video zur CNC-Maschine in Version 0.6. Die Bauanleitung inklusive Teileliste und Schaltplänen sowie weitere CNC-Maschinen findet ihr auf der Projektseite. Danke fürs Angucken und bis bald!